riecht es nach Tannenduft, sehnt dein Herz sich nach Haus und all deine Liebe eilt dir schon voraus. Weihnachtszeit, stille Zeit, Sehnsucht nach Heimat und Wärme. Weihnachtszeit, schönste Zeit, Träume, die ich nie verlerne. Weihnachtszeit, frohe Zeit, Augen, die strahlen im Licht. Im Kreis der Familie beisammen sein, zur Weihnachtszeit. Eisige Winterluft, Plätzchen und Mandelduft, ein Schlitten gespannt. Ich denk an mein Elternhaus und weiß, es wird schön. Ich kann's kaum erwarten, es wieder zu sehen. Weihnachtszeit, still Sehnsucht nach Heimat und Wärme. Weihnachtszeit, schönste Zeit, Träume, die ich nie verlerne. Weihnachtszeit, frohe Zeit, Augen, die strahlen im Licht. Im Kreis der Familie beisammen sein, zur Weihnachtszeit. Sehnsucht nach Heimat und Wärme. Weihnachtszeit, schönste Zeit, Träume, die ich nie verlerne. Weihnachtszeit, frohe Zeit, Augen, die strahlen im Licht. Im Kreis der Familie beisammen sein, so weit. Nach dem musikalischen Leckerbissen sind wir jetzt in der Produktion angelangt. Herzlich willkommen nochmal für alle, die gerade zugeschaltet haben. Denn auch Fernsehzuschauer kommen mal etwas später nach Hause. Das ist ja Herr Grewe von der Geschäftsleitung. Wir sind jetzt hier in der Produktion und Sie haben jemanden mitgebracht, der uns was erklären soll. Jawohl, wir möchten Ihnen jetzt mal den Herrn Walter vorstellen. Herr Walter ist seit 27 Jahren bei der Firma Grossmann beschäftigt, hat verschiedene Positionen schon bekleidet hier im Hause. Und heute beschäftigt er sich mit der Produktentwicklung, also mit der spannenden Frage, wie kommt eigentlich aus einer Idee irgendwann mal ein Salat auf den Tisch. Und den Tisch haben wir hier, schauen Sie mal einmal hin, da sind schon mal die ersten Produkte und ich habe Herrn Walter hier. Herr Walter, kommen Sie ein bisschen ran. Was haben wir hier Nettes? Ja, schönen guten Tag. Wir sind dabei, einen mediterranen Nudelsalat vorzubereiten. Sie sehen an den verschiedenen Zutaten eben Pasta, frische Auberginen, frische Oliven, frische geschälten Paprika, Porree, Zwiebel etc. Dazu bereiten wir auf der anderen Seite gerade noch ein Dressing vor. Das Ganze machen wir auch heute fleischlos, denn wir wollen ja was für die Gäste und für die Kunden machen, die vielleicht kein Fleisch mögen. Und mediterran ist im Momentan auch absolut im Trend. Ich glaube, damit tun wir für unsere Kunden was Gutes. Dann erklären Sie uns ein bisschen. Sie machen das fast so wie Herr Melzer hier. Also hier wird hier richtig gut gekocht, aber wir wollen ja einen Salat anmischen. Nennt man das eigentlich so? Ja, das kann man sagen. Also mischen ist der gängige Ausdruck dafür, ja. Das ergibt sich daraus, dass wir eben die einzelnen Komponenten, die einzelnen Rohstoffe vorbereiten. Es müssen Gemüse geschnitten werden. Wir nehmen überwiegend frische Gemüse. Es müssen Nudeln gekocht werden. Es werden verschiedene Dressings zubereitet, um verschiedene Geschmacksvarianten am Ende herauszufinden. Das machen wir auch hier im Hause und in diesem Raum. Wir testen sozusagen. Wir fangen auch an, wie jede Hausfrau zu Hause in einer kleinen Schüssel, mischen ein bisschen vor. Und wenn wir sehen, das ist der richtige Weg, dann setzen wir das produktionstechnisch um, sodass irgendwann ein großes Produkt daraus wird, das wir gerne unseren Kunden verkaufen. Das haben Sie super erklärt, Herr Walter, ganz, ganz toll. Also besser kann man es gar nicht machen, aber wenn man 27 Jahre dabei ist, ist es auch okay, ne? Man kriegt eine gewisse Routine dabei, das ist richtig. Aber es ist trotzdem jeden Tag spannend und jeden Tag neu, weil wir auch jeden Tag mit neuen Anforderungen konfrontiert werden.
Guter Mann, sage ich nur, Herr Grewe, haben Sie einen guten Mann am Start hier, nicht? Und wir gehen jetzt, glaube ich, weiter. Wo geht's hin? So, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie eigentlich aus einer Idee ein Salat wird, zeige ich Ihnen jetzt mal, was machen wir denn dann aus der Idee, dem fertigen Salat, der dann entstandenen Rezeptur und wie kriegen wir das hin, dass wir das anschließend beim Verbraucher täglich frisch auf dem Tisch haben. Und ich muss mich jetzt bewaffnen mit einer Haube und auch mit einem Anzug. Ich hoffe, die haben meine Größe überhaupt. XX, Super X habt ihr? Ja, da werden wir schon was finden, sonst nehmen wir zwei. Okay, also wenn Sie mich mal richtig blöd aussehen sehen wollen, dann bleiben Sie unbedingt da. Wir gehen ganz kurz in die Pause und sind dann in der Produktion. Hoffentlich sehe ich nicht so blöd aus. Naja, das kriegen wir hin. Und jetzt, Herr Grewe, sind wir, glaube ich, vor der Produktion. Sie haben mir schon einen wunderschönen Kittel gegeben, der übrigens meine Größe fasst. Also alle Achtung, muss ich sagen. Ja, also wir haben uns alle Mühe gegeben. Wir haben auch einen Kittel für Herrn Ellermann gefunden. War nicht einfach, aber ja, wir machen alles möglich bei Grossmann. Auch solche Dinge werden bei uns gelöst. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo aus der Idee über die Umsetzung, über die Rezeptur, dann ein fertiger Salat wird. Wir werden Ihnen jetzt über eine Hygieneschleuse unsere Produkte ein wenig näher bringen. Und diese Haube muss ich jetzt aufsetzen? Genau, diese Haube brauchen Sie jetzt. Da müssen alle Haare drunter. Sie bekommen dann noch einen Überzieher für Ihre Schuhe, damit Sie perfekt ausgestattet sind, wie unsere Mitarbeiter auch in der Produktion arbeiten. Wir gehen in die Produktion. Es wird ernst für Herrn Ellermann. Auf geht's. Okay. So richtig schön mit Häubchen. Jetzt hier die italienischen Tomaten, Herr Grewe. Das sieht richtig frisch aus. Ja, also wir legen allergrößten Wert auf Frische. Wir sortieren jede Tomate einzeln vorher aus und bestimmen dann, welche Tomate eigentlich für unser Produkt noch geeignet ist und welche nicht. Und wie geht's dann weiter? Werden die Tomaten, nachdem sie aussortiert sind, hier rübergegeben. Dann wird das Grün von den Tomaten abgezupft und sie wird dann bereitgestellt in extra hygienischen Behältern, die dann für die Produktion geeignet sind. Und danach gehen wir wohin? Danach gehen wir dahin, wo dann so eine Tomate oder andere frische Gemüse, die bei uns in die Produktion gelangen, dann zur Weiterverarbeitung in den Salat vorbereitet werden, also geschnitten werden in entsprechend vorgegebene Schnittgrößen und Ähnliches. Dann kommen Sie doch bitte mit. Jetzt sind wir in der Produktion. Herr Stör und Herr Grewe sind da. Darf ich Sie mal stören? Der Mix macht's, kann man ja fast schon sagen. Wie ist Ihr Name? Memel ist mein Name. Und Sie sind hier der Mixer? Ja, ich bin Salatkoch. Das heißt, Sie machen das alles per Hand noch? Ja, unter anderem. Wir machen auch mit Mulden, also mit Maschinen, aber überwiegend mit der Hand. Und was mixen Sie hier gerade? Was für ein Salat wird das? Das ist Kräuter-Matthias. Wer ist das? Kräuter-Matthias. Kräuter-Matthias, richtig schön. Also richtig schön und hygienisch, auch mit der Haube. Also richtig toll. Herr Grewe, da müssen wir noch mal drauf zu sprechen. Wir befinden uns jetzt hier in dem Bereich, in dem wir all unsere Salate herstellen. Herstellen heißt, dass wir aus unseren frischen Zutaten einen fertigen Salat für die Abfüllung bereitstellen. Nach den schönen Matthias-Gerichten, die hier richtig schön gemixt werden, wo gehen wir dann jetzt hin? Wir schauen uns jetzt an, wie der Salat am Ende in ein Gebinde kommt, was dann zu unseren Kunden und von da aus zum Endverbraucher auf den Tisch kommt. Also, schauen wir uns das an. Bevor wir Antipasti zeigen und Ihnen natürlich auch gleich die Schecksumme mitteilen mit dem Bürgermeister, der jetzt gerade schon angekommen ist, vorher gehen wir Antipasti ein bisschen schauen und bleiben Sie dran, auch wenn es ein bisschen lauter ist, denn am Ende der Sendung werden Sie auch noch einen Scheck übergeben an den Bürgermeister. Das ist richtig, ne? Das ist richtig. Wir werden am Ende der Sendung einen Scheck übergeben und über die Summe schweigen wir uns nochmal auf. Ich wollte gerade sagen, wir schweigen, bleiben Sie dran. Und die Endsumme, wie viel wir zusammenbekommen haben in der Zeit, die Sie schon mitgespendet haben, das sagen wir Ihnen auch am Ende der Sendung. Musik, 2, 3, 4. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Antipasti, das ist sicherlich nur nicht nur in Italien Trend, Herr Stöhr, das können Sie doch sicherlich bestätigen, das ist doch absolut im Trend, ne? Also Antipasti ist absolut im Trend, also wir haben gefüllte Antipasti, getrocknete Antipasti, gegrillte Antipasti, Oliven, Käse, mediterrane Produkte in allen Variationen. Seit fünf Jahren circa produzieren wir hier selber diese Produkte mit zunehmendem Erfolg. Der Verbraucher ist begeistert von diesen Produkten und wir bauen das Sortiment permanent aus. Den Produktionschef müssen wir natürlich auch fragen. Herr Grewe, was passiert hier genau? Wir geben hier gerade, wie Sie sehen, Pepperjuice auf. Pepperjuice ist eine südafrikanische Frucht, verbreitet sich mehr und mehr hier auch in Europa. Hatschi, Entschuldigung, jetzt war ein bisschen Pfeffer, ne? Ja, genau. Ist eine sehr fruchtige, etwas schärfere Frucht, die bei uns hier mit einer Käsefüllung gefüllt wird und die dann über eine Abfüllung dann auch wieder dem Lager zur Verfügung gestellt, von da aus zum Endverbraucher geht. Endverbraucher, gutes Stichwort, da kommt der Stöhr wieder ins Gespräch, denn der hat mit dem Endverbraucher ja auch zu tun. Ja, Herr Stöhr als Verantwortlicher für Vertrieb bei uns im Haus koordiniert das, dass die Produkte jeden Tag frisch beim Endverbraucher auf dem Tisch sind. Ab geht's zur Frische, bevor ich einen Hatschi-Niesanfall kriege. Und die Haube nehme ich jetzt ab und gebe sie zurück, Herr Grewe. Dankeschön, es war richtig schön, also muss ich sagen, ist ein Erlebnis, ne? Ja, ist ein Erlebnis und wir sind hier im Fertigwarenlager. Das haben wir am Samstag.